Hallo und herzlich, ich wollte schon die Folgennummer sagen. Hallo und herzlich willkommen zur 197. Folge von Project Unstable 4. Wenn ich jetzt merke, ich mir einmal die Folgennummer und dann vermassle ich das. Na gut, hallo. So, das letzte Mal haben wir hier wunderschön an der Dandelion gearbeitet. So dass sie jetzt hoffentlich automatisch funktioniert. Wir haben ein wenig Zellor-Blocks jetzt noch übrig, nicht so viele, weil wir nicht genügend rote Beete haben. Leider, weil sie wahrscheinlich... Warum fehlt hier ein Beetroot? So. Und das ist doof. Okay, Moment. Wir müssen hier irgendwas hinpflanzen. Oder das wegmachen. Huch! Okay, ich sollte es vielleicht nicht mit Silk Touch abbauen. Gut, dann lasse ich jetzt hier mal ein Loch, damit er die Melone nicht wächst. So. Okay, die Beetroots müssen natürlich jetzt noch wachsen. Das ist natürlich ungünstig. Aber naja. So. Ich werde heute hoffentlich zwei Dinge machen. Ich möchte gerne mal was austesten. Weil wir haben ja einen Haufen Grid Power. Das heißt, wir können ja gefühlt alles Mögliche mit Extra Utilities machen. Und ich möchte gerne was anderes noch testen, und zwar die Orchid. Orchid ist hier hinten. Und zwar möchte ich gerne eine Orchid machen. So, die erzeugt uns nämlich in einem, ja, 3x3 Feld um die Blume herum, also diese 8 Blöcke da, erzeugt sie uns in Stein, in Cleanstone erzeugt sie uns Erze. Ich weiß nicht, was sie alles an Erzen macht, also auf jeden Fall Vanilla-Erze, so viel weiß ich schon mal. Und ich denke auch, Copper, Tin und so weiter sind dabei. Ich würde interessieren, ob Service Quartz dabei ist, ich denke aber nicht. Und dann gibt es noch die Orchid Ignim, so rum. Die muss man in den Nether stellen und Netherrack drumherum bauen und dann bekommt man da Nether-Erze. Eigentlich möchte ich gerne beide mal testen, ich will jetzt aber erstmal die... Orchid machen. Ich werde es wahrscheinlich nicht automatisieren, ich werde es wahrscheinlich nur mal machen, um sie gezeigt zu haben. Denn das Problem, was ich nämlich so ein bisschen habe, ist, dass sie mir zu viel frisst. Zu viel Mana für Erze, die wir sowieso schon haben. Das Einzige, was wir halt nicht haben, ist Lapis. Und den Rest von den Erzen haben wir eigentlich alle. Ich meine, das ist unser Erzbestand. Tin, Kupfer, Gold, Eisen. Warum habe ich nochmal 11.000? Warum sind hier drinnen nochmal 11.000 Kupfer? Neben dem Kupfer. Ich habe eine Vermutung. Moment. Yep. Okay, warte mal. Great. Machen wir das mal so. Ein paar noch Void Upgrades eigentlich. So. Okay, wo ist Tin? Das ist Bronze. Tin ist ja dann auch voll. Tin ist auch voll, natürlich. Okay. So. Ich mach mal alles so. Denn ich habe Angst, dass wir andernfalls wahrscheinlich bald wirklich komplett überlaufen. Weil wenn ich jetzt schon sehe, dass wir so viel Kupfer haben, ich müsste jetzt theoretisch das ganze Kupfer rausnehmen und hier reinlegen. Oh Gott. Da werde ich sehr viel Spaß haben. Ja, also, ich mach das jetzt nicht. Ich mach das dann. Oh Gott. Okay. Wie sieht's mit Tin aus? Hundertsechzehn.
sehe ich hier nicht. 10. 13 Blöcke. Ich klicke mal noch mal ein bisschen rum. 13,3K. Das heißt, das gleiche müsste ich eigentlich auch noch mit Copper machen. Das Problem ist, das zählt ja nicht als Block, ich muss es einzeln machen. Oh nein. Ah, okay. Okay. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon an der Grenze von unserem Speicher sind. Verdammt. Okay, Moment. Hier wollte ich hin. So, wir brauchen Greed und Pride. Das haben wir, okay. Also einmal eine Pride, können wir schon mal reinwerfen. Gray. Yellow. Ja, auch nicht. Green haben wir eins. Red sollten wir auch eins haben. So. Redstone Rouge. Was war das? Pixie Dust. So, okay, Rest müssen wir noch erzeugen. Das einmal rein. Davon eins rein. Okay, dann brauchen wir jetzt noch eine Greed. Das ist Water und Spring. Haben wir eine. Nein. Haben wir eine Springhammer? Okay. Diamonds. So. Greed. Water. Okay. Habe ich schon eine Fishing Rod? Ich habe noch eine Fishing Rod. Wunderbar. Sugarcane haben wir auch. Mehr als genug. Bone Meal, okay. Bone Meal. Und ein Mana Steel und ein. Ups. Mana Powder. Danke. Hier muss ich hin. Und dann brauchen wir noch einen Living Rock. So, okay. Einmal das alles drauf. Walte deines Amtes. Ja, naja. Und dann das. Und einen Living Rock drauf. Gut. Ich bin immer noch überlegen, ob wir hier die Mana-Versorgung wegbauen. Langsam mal. Und dann praktisch drüben das mal nutzen. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Komm. Ja, komm. Dankeschön. Greed. So. Okay, dann brauchen wir jetzt noch ein Seed. Okay. Wir haben ein Orchid. Gut, haben wir auch noch Stone. Bevor ich jetzt irgendwas. Bisschen. Noch ein bisschen Stone. So. Okay. Jetzt schlafen gehen. Und testen wir ein bisschen rum. Also es erzeugt relativ langsam, muss ich dazu sagen. Erze. Das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen gucken müssen. Also, wenn ich die hier hinstelle, soll sie auf irgendeinen Mana-Pool hier unten binden von diesen ganzen, hoffe ich. Ach nee, die hat einen großen Radius. Moment, die hat nicht einen 3x3, die hat einen wesentlich größeren Radius. Moment. Fällt mir gerade auf. Muss ein bisschen höher stellen. Der Radius von der Blume ist ein bisschen größer. Wenn ich das mal ganz kurz zeige. Wo ist mein. Da. Nein, falsch. Das Ding. Bisschen größer Radius. So, ich hoffe, es ist trotzdem verbunden. Auch wenn es ein bisschen weiter weg ist. Nein, okay. Gut, dann müssen wir es mal ein Stück näher anschieben.
Willst nur gerne die Luft machen, nicht, dass ich am Ende irgendwie. Nein. Reicht immer noch nicht. Okay. Jetzt. Okay. Gut. Und dann nehmen wir mal Stone. Ein wenig. Und platzieren wir mal hier rum. So. Dann lassen wir das mal laufen. Ich glaube, das ist schon fast zu viel, ne? Ne, es gehört noch dazu. Okay. Auch in die Entfernung. Wenn man das sind jetzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, wunderbar, passt. Es macht vor allem richtig schön Lärm. Und ich hasse das schon, das Mana sehr. So. Okay, bauen wir jetzt einmal hier die komplette Fläche auf, die es dem befüllen. Befeuern kann, so nicht befüllen. So, und dann ist noch einer mehr, ne? 1, 2, 3, 4, ja. Okay, machen wir Mess down. Da. So. Lass uns das Ding einfach mal ein bisschen laufen. Okay, wir bekommen sogar Bauxit, das ist sehr schön. Also wir sollten auch theoretisch so das Quartz bekommen. Theoretisch sollten wir welche bekommen, aber... Was ist das? Silber von Lost Engineer, okay. Gut. Dann kann das mal alles weg hier. So, brauche ja keiner. Gut. Du läufst ein bisschen, ich bin erstmal weg. Wir machen jetzt erstmal was anderes kurz. Und zwar... möchte ich gerne mal was ausprobieren. Und zwar gibt es diesen Furnace. Von X-Fatalities. Also relativ einfach. Gemacht. So. Und der arbeitet nur mit Grid Power. Er macht alles mit Grid Power. Von daher. Aus Eisen Nuggets macht er Steel Nuggets. Wartet. Ist das ein richtiges Rezept? Kommt das von Railcraft? Wenn das ein richtiges. Ernsthaft? Vielleicht mal testen. Jedenfalls. Es arbeitet nicht mit Grid Power. Es arbeitet mit der F. So rum. Aber. Wir können es mit Grid Power beschleunigen. So rum aus. Moment. Einmal hier. Einmal hier. So. So. So, ich weiß nicht, wie viel das Ding eigentlich verbraucht. Werden wir gleich sehen. Also wir gucken mal ganz kurz. Ich mache mal hier weg, damit wir jetzt sehen, was Sache ist. Das Ding ist einmal komplett voll. Und für ein Item, ich probiere jetzt ein Eisennugget. Funktioniert echt. Hier steht es ja auch drin, 2000. Verbrennt jedes Ding 2000? Alles verballert 2000 pro Crafting-Rezept. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge Zeug. 2000 in wie viele Sekunden waren es? 5 Sekunden. Das heißt, das Ding arbeitet mit. Oh Gott, mit 400 F pro Tick. Ich meine, wir können es nutzen. Die Frage ist jetzt nur, was passiert, wenn ich da Speed-Upgrades reinpacke? So. Verballert es mehr oder genauso viel? Ich mache zum Test nochmal das gleiche mit normalem Eisen-Nugget. Okay, es verballert dann extrem schnell diesen Strom. Okay. Der Strom ist so ein bisschen mein Problem. Denn bei den... wir haben ja... unten unsere Induction Furnace. Und die Induction Furnace, wenn ich mal hingehe, ich nehme mal ein paar Eisennuggets mit. So.
Die Induction Furnace sind ja so schnell. Ein kleines bisschen langsamer. Vorteil ist aber, sie können zwei auf einmal braten. Also glaube ich, bleibe ich doch bei der Induction Furnace. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so viel Strom frisst, weil 400F pro Tick, wenn wir das auf jetzt ein Minimum reduzieren, ich sehe leider nicht, wie jetzt die Geschwindigkeit ist. Ach, 0,2 Sekunden, hier steht's. 0,2 Sekunden. Das heißt, wir haben eine Sekunde hat 20 Ticks. Das ist ein Fünftel, ne, ja doch, ein Fünftel einer Sekunde. Also haben wir 4 Ticks. Das heißt, wir haben 4 Ticks, das heißt, wir haben... Wie kam ich auf 400F pro Tick? 5 Sekunden sind nicht... Was? Habe ich gerechnet? Entschuldigung, 5 mal 20 sind 100. Wir haben 100. Wir brauchen... Ach Gott. Brauchen wir für Standardding... Ja, 5 mal 20 Ticks pro Sekunde... Macht wie viel? Genau, 100. So, und dann haben wir 100 Ticks auf 2000 sind 20. Yay. Also 20 F pro Tick. Gut. Das ist verständlicher. Das ist verständlicher, Entschuldigung. Ach, ich wollte schon sagen. Weil jetzt habe ich gerade bei den 0,2 komme ich jetzt irgendwie auf 500 und dachte mir, ne, was? Irgendwas Stück ist irgendwas komisch. Gut. Also jetzt bräuchten wir 500. Okay, okay. Aber es macht die Geschwindigkeit nicht wett. Und das Problem ist, wir können halt diesen Strom nicht erzeugen. So gut. Wohingegen wir für Industrial Craft den Strom sehr einfach erzeugen können. Das Problem ist, es frisst alles. Die ganzen Maschinen fressen ja... Good Power. Das Wort, was ich gesucht habe. Und RF. Bisschen doof. Ich meine, warte mal, wir haben doch noch die... Warum keine Idee? Unsere Quantum Crabby, ne? Können wir hinbauen. So, hattet ihr auch Möglichkeit für Speed-Upgrades? Nein, natürlich nicht. Warum auch nicht? Ah. Okay. Okay, die frisst also einfach nur Strom. Einfach nur ein Stromfressmonster. Was wir auch nicht mal brauchen, weil wir eigentlich genügend Erze von allem Möglichen haben. Ja, Blumen kann ich wieder hin. Ich dachte jetzt, ich könnte irgendwas Tolles noch machen, aber warum kann man die Quarry nicht mit Speed-Upgrades verballern? Es würde doch fördern. Also im Moment sehe ich halt keinen Sinn. Richtig am Grid Power zu nutzen. Außer ich würde natürlich alles mit Extra Utilities Conduits machen, würde die beschleunigen ohne Ende, würde einen Haufen Cobblegen bauen und was weiß ich nicht und damit könnten wir dann arbeiten. So, wie sieht's aus? Yay, wir haben Source Codes bekommen. Ja. Oh, geil. Guck mal, wir haben sogar Sulfur bekommen. Ja, naja. So viel ist jetzt nicht, also wir erkennen, es ist sehr viel Kohle, gefolgt von Eisen. Ja. Oh, guck mal, es ist angegangen von alleine. Ich bin begeistert. Yay! Sie arbeitet! Und wir haben ganz... Sie arbeitet schon ganz schön viel. Okay. Ich meine, oh, okay. Klar. Warum nicht? Ich finde es immer noch so schön, die Automatisierung. Es tut mir leid. Könnt ihr mir den ganzen Tag angucken, dass das Ding ja die ganze Zeit wackelt. Und weil ich mir noch immer überlegen bin, ob ich es vielleicht doch sogar noch so mache, dass es insgesamt 200 sind. Dass es vielleicht doch nur einmal pro Sekunde gilt. Was keinen Sinn machen würde, aber... Ja. Naja.
Ah, cool. Guck mal, wir haben sogar Emerald bekommen. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, naja. Gut. Also Orchid. Weiß ich nicht. Da lieber, muss ich sagen, würde ich wirklich dann das Mana nutzen für die Agri-Carnation noch, dass wir die praktisch da hinten noch befeuern bei unserem, unserer Farm. Weil alles andere macht irgendwie nicht unbedingt Sinn. Das Ding erzeugt halt relativ wenig Mana, weil ich nicht weiß, wie jetzt das Maximum wäre. Wie ich jetzt die Zeit machen muss. Ich müsste es eigentlich mal testen. Ich müsste eigentlich gucken, was so die beiden Mana-Dinger sind. Aber wir haben hier noch genügend Wolle, dass die Spectaculous da eigentlich für dauerhaft Mana-Produktion sorgen kann. Ich finde es auch schön, wie immer wieder was ankommt. Von der Spectaculous. Dass es einfach nicht abreißt irgendwie. Das freut mich. Das freut mich ungemein. Das ist schön. Noch? Ich wollte das da. Jetzt aber auch Mana angesammelt, ne? Interessant. Okay. Okay. Ja, sogar Appetite. Wir kriegen hier alles. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Weil ich glaube, es gab mal. Es gab, glaube ich, mal irgendwann einen Bug, dass es nicht ging. Also, ich glaube, das Zirtus Quartz war auf jeden Fall nicht dabei. Da habe ich es ja Ewigkeiten, glaube ich, laufen lassen. Aber anscheinend mittlerweile gehen wirklich alle Erze. Hat das Ding mittlerweile neu gestartet oder also habe ich es verpasst oder was ist Sache eigentlich mit dem Ding? Ah, anscheinend war es fertig, weil wir kriegen Mana. Okay. Ich frage mich halt wirklich, ob das viel Mana ist, was wir hier erzeugen. Ich meine, es scheint ja eine ganze Weile diesen geilen Mana-Spreader am Laufen zu halten. Jetzt soll er. Wie so drei Spreader feuert auf diesen einen Pool. Weil die, Orchid das alles auffrisst. Naja. Gut, ja. Also ich glaube, das war's dann aber auch mit unserer Botania-Exkursion. Wir werden vielleicht das Mana noch an manchen Stellen für eine Agri-Carnation nutzen. Aber alles andere. Ich hatte mal durchgeguckt gehabt, Functional Flower ist mir nichts mehr aufgefallen, was wir irgendwie machen können. Mana Manipulation ist ja auch nur im Endeffekt. Wir könnten aus Mana theoretisch auch noch RF machen, aber es ist nicht unbedingt so das Wahre. Und ja. Und das bisschen Mana, was wir im Inventar verbrauchen, ist auch nicht das große und ein bisschen. Müssten halt hier mal gucken. Dass wir das Ding nochmal automatisieren. Das heißt, wir bräuchten noch einen Dimension Transceiver, in den wir das ganze Zeug reinleiten. Und gut ist. Dann können wir das Ding hier nochmal automatisieren. Müssten wir es halt irgendwie anklemmen, wo ich mir immer noch unsicher bin, wie wir das machen wollen. Und die Glasbottles müsste ich dann wieder zurückleiten. Und wir bräuchten irgendwie Dragon's Breath noch ein bisschen. Naja, muss ich mal gucken, wie wir das machen wollen. Komm, einfach zum Spaß. Jui! Oh yeah! Oh yeah! Power! Okay. Das ist schön. Problem ist halt, wir können es nicht richtig nutzen. Ist es fertig? Ne, zwei fehlen noch. Okay, das ist die Verteilung übrigens der Orchid, falls sich jemand fragt. Das ist jetzt so in dem, wenn du es nicht abbaust, was so an Erzen so rumkommt. Alles ist natürlich eine Variable, alles ist eine Wahrscheinlichkeit. Das repräsentiert es natürlich nicht, wie es immer laufen wird. Wollte ich schon mal sagen, also man bekommt nicht immer nur ein Sirtus Quartz. Manchmal bekommt man auch mehrere Sirtus Quartz. Ja, nee, aber. Wir hatten es ja. Letzte Staffel hatten wir ja ein bisschen was aufgebaut gehabt.
wo wir eine Annihilation Plane hatten, noch eine Emmy Chest und Stone versorgen, sodass wir praktisch in einem Block immer Stone gesetzt haben. Der wurde umgewandelt, wurde abgebaut von der Annihilation Plane und wurde dann in die Emmy Chest geleitet. Aber ja. Naja. Es ist halt sau viel Kohle, was es irgendwie ein bisschen sinnlos macht immer. Wenn man wenigstens filtern könnte, das wäre gut. Kann man, geht das? Ich weiß nicht, ob sich mittlerweile da irgendwas geändert hat, aber ich glaube nicht. Euch hier. Are random, but it seems to buy towards more common ores rather than rare ores. Ja, okay, also man kann es nicht filtern, schade. Das wäre schön, wenn man irgendwie sagen könnte, okay, ich möchte gerne filtern. Was für Erze ich bekomme und was für welche nicht. Das wäre echt schön. Weil die Sache ist die, man kann es natürlich, wir können das komplett mit Botania automatisieren. Und zwar gibt es ja noch diesen, für die Mana-Spreader gibt es ja noch dieses Boarding irgendwie, dass sie Blöcke kaputt machen. Damit könnten wir natürlich das Ding automatisieren. Natürlich. Es wäre halt wirklich cool, wenn man das anders machen könnte. Das ist ein bisschen mein Problem. Naja, gut. Lassen wir das. Schafhorn funktioniert auf jeden Fall. Wir erzeugen Mana, das ist auch wunderschön. Wo gucke ich da hin? Gut. Ja, ich dachte jetzt wirklich, dass die X-Fertilities-Maschinen vielleicht dann, sie verbrauchen immer noch die gleiche Menge an Strom, aber... Ich hätte halt gehofft, dass man sie irgendwie upgraden kann, dass es besser läuft. Ist ein bisschen schade. Weil ich wüsste jetzt wirklich nicht, was wir noch aus X-Fertilities machen sollen. Der Furnace frisst mir halt viel zu viel Strom dafür, also für das, was er tut. Ist sau schnell, wenn man das Mana hat, F hat, kann man es machen. Aber andernfalls würde ich es nicht machen. Können wir das hier anmachen? Hier unten ist übrigens schon. Irgendwelche Mobs sind hier verreckt, weil ich habe hier einen Haufen Ledersachen mit drin und so weiter. Kann halt nicht richtig filtern, kommt immer alles Mögliche. Manchmal ein bisschen schade. Also Overgrow Seed müssten wir das Ding wahrscheinlich Ewigkeiten laufen lassen. Und das ist so ein bisschen auch mein Problem. Ist das oben drauf gespawnt? Ernsthaft? Runter mit dir. Runter! Runter! Gehst du wo runter? Geh runter, geh runter, geh runter, geh runter. Komm, ja, super. Hui! Kommt irgendwie trotzdem nichts Tolles raus. Was machen wir eigentlich mit diesen Runen von Quark? Kann mir das irgendjemand sagen? Ich habe White Rune, ich habe Magenta Rune, ich kriege hier irgendwie alles mögliche. Ich habe da jetzt noch hier Sattel. Sattel ist mal geil. Ancient Tome weiß ich, was die machen, aber was machen die Runen? Jetzt habe ich noch eine blaue Rune. Ich habe keine Ahnung. Kann man craften anscheinend. Kann ich daraus irgendwas craften? Nein. Okay, also zeigt mir kein Rezept an. Ich meine, es interessiert mich mal. Na, oh, Kartoffel. Was kann ich mit den Runen machen? Ich habe keine Ahnung. Wir ballern jetzt halt wieder sau viel Mana. Aber wie gesagt, ich habe das Ding jetzt nur noch an, wenn ich hier in der Nähe stehe, weil andernfalls macht es einfach keinerlei Sinn. Das andere ist halt in der Hinsicht einfach nur doof. Nemtag, yay. Ist ja nicht so, als hätten wir schon ein paar Potion-Band haben wir auch bekommen. Okay. Okay. Was kriegen wir jetzt? Spannung steigt. Eine goldene Pferderüstung.
Kann ich die irgendwie einschmelzen? Ja, die kann ich sogar einschmelzen. Im Stoke Crucible können wir sie machen, na toll. Ich würde gerne Overgrowth Seed haben. Wieder Nametag. Wie viele Nametags bekommen wir denn? Wir haben mit Abstand am meisten Nametags. Und wir kriegen diese ganzen Wand. Wir haben jetzt noch einen zweiten Swapping-Wand. Warum? Nochmal eine Rune. Toll. Ich weiß nicht, was diese Runen machen. Schade, Puck. Ich habe auch noch, eine Leim-Rune anscheinend. Ich will wissen, was diese Runen machen. Goldene Apfel. Ah, das sind die, die man normal craften kann, ne? Ja, das ist langweilig. Oh, warte mal, wir können mal hier. Dungeon Chest. In der City. Okay. Hier ist ein Overgrown Seed im normalen Dungeon. Wir haben eine Chance von 2%. Naja, dann. 2%. Vielleicht passiert hier irgendwann mal was. Ich vermute es nicht. Naja, dann. Würde ich trotzdem sagen, ich beende jetzt die Folge. Wir haben jetzt einfach nur Mobs angeguckt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich dachte eigentlich, wir können vielleicht mit dem Furnace noch irgendwie was Schnelleres machen, aber leider ist alles, was ich machen kann, mit zu viel RF-Konsum verbunden. Weil ich möchte es gerne dauerhaft laufen lassen. Und wie gesagt, der Induction Furnace ist, was Stromgeschwindigkeit angeht, optimal. Er frisst. Wie viel frisst er? Selbst wenn er 128 EU pro Tick fressen würde, würde er weniger fressen als dieses Ding. Mit vollen Upgrades. Und er kann zwei Items auf einmal braten. Unabhängig voneinander. Also im Endeffekt verbraucht er, wenn du zwei drin hast, ja nur 64. Wenn du es so siehst. Das heißt, er ist noch effektiver. Ja, naja. Gut, ist halt so. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir werden nie einen zweiten Overgrowth Seed bekommen. Ich bin ja froh, dass ich diese Staffel wenigstens mal einen habe. Wir hatten die letzte Staffel nicht mal einen. Kann ich die Diamant eigentlich einschmelzen? Nein. Verdammt. Okay. Wollen wir Diamantpferderüstung? Ich habe ein bisschen was. Okay, dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und noch einen schönen Tag. Tschüss.